Ja, hi zusammen. Dritter Tag, Grüngürtel-Rundwanderweg. Wetter ist wieder herrlich. Ich bin aber heute ziemlich spät unterwegs. Wir haben schon 11 Uhr. Und ich denke mal, das wird heute ziemlich voll werden, weil der Weg verläuft die meiste Zeit an der Nidda entlang. Und das ist natürlich ein beliebtes Ausflugsziel und auch für Fahrradfahrer ein ganz beliebter Radweg. Ja, ist ein schön Schnee auf den Wiesen. Da hinten ist wieder der große Feldberg zu sehen. Und da vorne, wo die Bäume sind, vor den Häusern, da ist die Nidda. So, jetzt bin ich unten an der Nidda. Schön kann man sehen, wie alles gefroren ist an den Bäumen. Ja, es kann auch sein, dass der Weg jetzt auf der anderen Seite lang geht. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Man kann halt auf beiden Seiten lang gehen. Ja, ich werde jetzt erstmal die ganze Zeit die Sonne von vorne haben. Heute hätte man gut die Sonnenbrille gebrauchen können. Dadurch, dass die Sonne auch noch so tief steht. So, vielleicht kann man es erkennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Nutria ist. Ja, hier an den Bäumen und am Rand kann man gut sehen, wie hoch das Wasser stand. Das ist jetzt schon fast 2 Meter tiefer. Ja, der Weg verläuft jetzt so weiter bis zum Main. Ja, da hinten kann man die Hochhäuser vom Stadtteil Frankfurter Berg sehen. So ein kleines Sumpfgebiet da drüben vom Hochwasser. Hier kommt gleich eine Lichtung, kann man ein bisschen besser sehen. Auf der anderen Seite steht noch
das Wasser im Wald. Nochmal die Hochhäuser vom Frankfurter Berg. Taunus mit dem großen Feldberg. Ja, ich bin heute mal wieder mit dem Funkmikrofon unterwegs. Das ist aber auch schwierig bei dem Wetter, bei der Kälte. Da hält das nicht so lange. Aber ich laufe heute nicht so viel. Habe mir heute so 15 Kilometer vorgenommen. Ja, hier fließt noch ein anderer Bach in die Nidda. Schon hat man hier ein bisschen Wildwasser. So, ich habe dann doch wieder jetzt die Seite gewechselt und bin jetzt wieder auf dem Originalweg. Alles schön vereist. Ja, wenn ich da vorne die ganzen Menschenmassen sehe, wäre ich doch besser auf der anderen Seite geblieben. Hier ist gerade ein ehemaliger militärischer Flugplatz. Man sieht hier schön die Landebahn und Stadtbahn. Natürlich die Tausende von Leuten. Wir haben hier links und rechts auf den Wiesen noch vom Hochwasser. Da ist alles Eis und das ist ideal zum Schlittschuhlaufen. Ja, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Wie viel Trubel hier gleich mal ist. Aber da drüben ist richtig viel los.
Ja, der Weg ist für mich heute doch recht langweilig, weil es geht jetzt wirklich nur hier die ganze Zeit an der Nidda entlang. Für Fahrradfahrer oder Spaziergänger, die mit der Familie unterwegs sein wollen, ist das ideal. Aber direkt als Wanderer, sag ich mal, nein, auf keinen Fall. So Leute, ich befinde mich jetzt schon auf dem Weg zum Bahnhof. So viele Attraktionen gab es heute leider nicht. Ich hoffe mal, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es sicherlich nur ein kurzes Video wird. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, abonniert meinen Kanal. Also bis zum nächsten Mal.